So, meine Lieben. Ja, ein bisschen Haul habe ich euch gerade gezeigt, weil ich habe da unten nämlich noch mehr Haul. Ich habe das alles zusammen, außer dieser Bereich hier. Ich habe da das alles zusammengetragen. Zeige ich euch. Ja, Schränke sind raus, wie ihr seht. Wird natürlich noch alles gemalt. Aber es sieht natürlich katastrophal aus. Es ist nicht schön. Es ist wirklich Horror hoch 10. Ne, morgen kommen die Möbel. Und ich habe keine Ahnung, wie das alles noch passieren soll. Da ist jetzt noch was. Da ist noch Schleifenband drin. Aber dafür, Leute, ist der Raum insoweit durch. Ja, natürlich meine Pus. Zwei Kallax habe ich dahingestellt. Natürlich mit dem Pu drauf. Ja, hier ist Gäste, ne? Hier ist die Wand. Der passt jetzt auch nicht mehr da rein. Das passt momentan auch nicht. Das heißt, ich habe das erstmal da untergestellt. Mein Puzzle, das muss natürlich auch noch ins Zimmer. Da sind noch Schutzengel drin. Das Ding ist leer. Das ist von meiner Freundin, die Tochter zu Weihnachten. Ja, mein Kleiderschrank. Mein Kleiderschrank besteht kaum aus Klamotten. Also das sind natürlich nachher die Sachen von meinem Mann natürlich schon. Entschuldigt bitte. Den habe ich mir selber gehäkelt. Das ist so ein warmes, schönes irgendwie ja, also so Poncho-mäßig, ne? Also wie gesagt, da oben sind meine Handtaschen drin. Also wie gesagt, ich habe kaum Hängesachen. Und ja, Wolle. Da unten, da ist meine Lebenskiste. Da habe ich alle Jugendweihekarten. Da habe ich Sachen, die ich im Kindergarten gemalt habe. Und drin. Da ist meine 30-Kiste. Das heißt, die habe ich zu meinem 30. bekommen. Ja, und da sind auch noch irgendwelche Sachen. Und ja, Tür kriege ich nicht zu, weil ich falsch gemessen habe. Aber da lassen wir uns noch was einfallen. Ja, da ist der Kleiderschrank von meinem Mann. Der hat natürlich viel mehr. Da ist noch mein Bademantel und mein Abendkleid und das Bügelbrett. Ja, hier kommen natürlich noch Plissés hin und Übergardinen. Ja, das sieht total blöd aus. Also Gegenlicht. Hier kommen noch Übergardinen hin und natürlich auf der anderen Seite auch. Das ist die Pullerpuppe von meiner Schwester. Ja, und zwar ist die Pullerpuppe, weil, wie ihr seht, die kann was trinken und die hat einen Schniedel. Ja, deswegen haben wir sie Pullerpuppe genannt. Hier hinter der Tür kommt natürlich noch so ein Haken für mein Abendkleid und für meinen, denn es ist da hinten weg, für meinen Bademantel. Ja, ich bin ja gerade am Saugen, Leiter geht noch runter. Ja, und hier kommen wir ins Gruselzimmer momentan. Ja, ich meine, es ist ja schön, ne? Tür zu und es ist nur deins drinnen, ne? Keine Sorge haben, dass mein Mann reinkommt. Ich meine, er kann rein natürlich, ne? So ist es nicht. Aber keine Sorge haben, dass er da irgendwo ran muss oder sowas. Ne? Es ist traumhaft. Ja, soweit passt das. Also ich habe das schon so hingestellt, wie die Tische auch stehen sollen. Und da ist noch ein Alex. Der kommt darüber. Muss. Anders habe ich keine Chance. Damit die hier darüber kann. Da ist noch Muschelzeug drin, da sind noch Farben, mal gucken. Und ja, das sind meine nächsten Tage halt, ne? Sorry. Was verarbeitet werden muss. Ja, meine Weihnachtskissen, damit hausiere ich hoch und runter und hoch und runter, weil. Ach, hier ist auch noch Actionzeug, das muss ich zeigen, das zeige ich euch auch noch. Meine Pinnwand. Ja, und das muss, wie ihr seht, es muss alles ran und ich habe wenig Platz. Und da oben sind ja da und da und das ganze Regal. Das sind meine Stempel. Oh, und ich habe mir geschworen, du kaufst dir keine Stempel mehr. Dann habe ich aber gesehen, dass dazwischen noch Stempel sind. Das sind ja Action-Sachen und ich habe Stoffe gekauft und. Zeige ich euch alles gleich. Wird zwar ein bisschen wackelig, aber das wird dann halt ein Vlog-Haul oder Haul-Vlog. Blockhole klingt besser. Ja,
Da sind noch die Sachen von Nadine für den Adventskalender. Dannis sind unten. Und, oh, und dann habe ich ja bei Teddy. Teddy? Okay, wir haben ja kein Teddy. Unsere Teddy sind geschlossen. Wegen Umbau. Oh, Moment mal. Entschuldigt bitte. Oh, und ich finde die so toll, ne? Oh, und da werde ich dann halt so ganz geile Sets draus machen. Armband, Ohrringe, Kette. Zusammen mit dem Resin-Teil. Und ah, ich habe schon Ideen. So, dann war meine andere Freundin. Dann war die Kaya von da. Also ich sag mal, ne, ich habe zwei Mädels, die nähen. Oh, und Kaya war da. Also nicht Nadine, die den Adventskalender bekommt, sondern Kaya war da. Oh, und Kaya macht ja so geile Zeug, ne, für Erwachsene, ne? Also so Schals und so Hammer geil, ne? Also wenn da jemand mal Interesse hat oder so. Ich werde das auch irgendwie mal machen. Weil ich ja doch merke, dass viele noch suchen, ne, so Weihnachtsgeschenk und so Unikate und sowas alles. Ich werde mal gucken, dass ich Katjas Facebook mal unten verlinke, dass ihr euch die Fotos mal angucken könnt. Und ja, dass ich werde sie mal fragen, ob ich ein paar Sachen einblenden darf. Von ihren. Also das ist so echt mega. So, jedenfalls kamen wir dann so auf die Idee wegen Spangen und wegen. Ne, ihr seht ja hier so Zeugs. So, und dann irgendwie sagte sie dann so Schleife und das hat sie mir ja alles hingelegt. Also es war aufgeräumt, ne? Guck mal, habe ich von meiner Nadine bekommen. Und es war richtig aufgeräumt alles. Also wegen der Schreibtisch hier zumindest, ne? Ja. Hallo Driado, ich sag euch. Ja, hier sind noch die Sachen mit Nadine. So, und wenn ich das jetzt alles zusammenkriege, ihr seht ja, ich habe hier keinen Platz, ich kann keinen Haul machen. Ich möchte euch das aber sehr gerne zeigen, was ich. Was ich eingekauft habe. Falls da jemand auch Bock drauf hat oder sagt, oh, das suche ich ja schon seit Ewigkeiten und whatever. So, jetzt mache ich erstmal alles so zusammen. So, hier ist ja mein schlaues Buch, damit ich immer weiß, wo ich was hinpacken möchte. So, aber ich mache es mir jetzt auf dem Fußboden bequem. Ich hoffe, mein Akku hält auch noch so lange durch. Ja, ansonsten wisst ihr ja Bescheid, ne? Es geht definitiv weiter. Ihr werdet von den Schnitten ja so nichts merken. Aber so, ich gebe mein Bestes. Also ich weiß auch keine Preise oder sowas, ne? Da ist meine wunderschönen Hausschuhe. Süß, oder? Ja, ich mag sie leiden. Oh, Batterie sagt nur noch 20%. Aber wird dann halt geschnitten. So, auf alle Fälle. Habe ich gekauft. Ulala. Ja, das glaubt ein keiner. Ach, so habe ich auch noch nie ein Haul gemacht, ganz ehrlich. Diese Matte. Oh, die funkelt so geil. Ah, ich bin Fan. Ja, es ist gerade nicht. Es ist gerade richtig bewölkt. Warte, seht ihr das? Es ist gerade richtig bewölkt draußen und deswegen alles ziemlich dunkel. Aber ich fand die so geil. Die kommt auf den Platz rauf. Dann habe ich Fensterbilder gekauft. Und die haben irgendwas bei 59 Cent. Nee, das waren die aus dem Teddy. Die haben Euro gekostet. Das ist süß, ne? Einmal den. Und einmal den. Ja, und wenn ihr euch fragen solltet, oh, das wackelt aber und keine Ahnung. Ja, mein Selfie-Stick ist noch nicht gezeigt worden. Dann habe ich mir die Schachtel hier gekauft. Ich fand die so niedlich. Die ist zwar leer noch, ne, aber die kommt bei mir nachher auf den Tisch. Und die habe ich auch aus dem Teddy. Und die hat 2 Euro gekostet. Fand ich sah so mega. So, das war's von da. Da habe ich nichts mehr. So, weiter geht's.
Ich robb mich hier, für euch tue ich alles. Ich robb mich hier von A nach Z. So, was sagt denn der hier? Auf alle Fälle habe ich den Block gekauft. Und ich fand ihn so toll. Das war der letzte, den musste ich so nehmen, aber es ist alles komplett da. Den kennt ihr wahrscheinlich schon, aber ich fand ihn so mega. Ja, den habe ich gekauft. Das sind diese 15x13 Blöcke. Den habe ich gekauft. Das war es dann auch an 15x13. Dann habe ich die beiden nochmal gekauft. Man weiß ja nie so ganz genau, ne? Ja, einmal mit Folie, einmal mit Glitzer. So, ich räume das mal wieder zurück. Das kommt darauf. Hat. So. Dann habe ich hier einmal so ein Kilo Papier gekauft. Da wurde ich ja von Zwanchen inspiriert. Und der hat so eine geile Prägung. Schaut euch das mal an. Und da hat so ganz viele verschiedene Farben drin. Ne? Geil, oder? Ich weiß gar nicht, ob dieses. Musste unbedingt sein. So, dann habe ich die mitgenommen. Und zwar einmal, das sind so Labels. Und einmal in Silber, einmal in Gold, einmal in Rot. Da fragt mich leider nicht, wie teuer die waren. Dann habe ich da nochmal solche gekauft. Und das sind. Zweimal und 15x15 auch zweimal. Dann habe ich hier so ein DIY-Set gekauft. Ja. Ich meine, den werde ich dieses Jahr nicht benutzen. Dieses Jahr werde ich andere benutzen. Aber, wer weiß. Und ich habe mir die mitgebracht. Ich weiß auch nicht. Das war irgendwie so ein Impulskauf. Irgendwie eine innere Stimme hat mir gesagt, nimm die Dinger mit. Und zwar mit den Farben und in den Farben. Ich weiß noch nicht warum. Aber ich lasse mich ja gerne überraschen, warum ich die mitgenommen habe. So, die Tüten sind leer. Das war von da. Oh, aber Leute, glaubt mal. Die drei und alles, was da hinten sind, alles Perlen. Und glaubt mal, ich bin so froh, wenn die im Schrank verschwinden. So, jetzt kann ich mich umdrehen. So, weiter geht's. Oh, ich habe Stoffe gekauft, schaut mal. Und zwar, meine Freundin näht ja. Und das werden Kissenbezüge. Und zwar eine Farbe vorne und zwei untereinander geteilt. Ein ganzes hinten und zwei untereinander geteilt vorne. Und ich fand die Kombi so geil. Ja, deswegen habe ich die mitgenommen. Ich habe aber noch nicht genug Stoffe. Natürlich nicht. So, dann wieder zum Action. Da gab es diese Sticker, sind die nicht niedlich? Guckt mal. Ja, finde ich ganz putzig. Weil ich habe ja eine Mold. Die ist auch so ein bisschen größer, aber so auch so. Und dann, da passt das ja ganz toll rein. Ne? Dann habe ich die Washis gekauft. Ich habe aber keine. Dann habe ich das hier gekauft. Ja, sind Herzen. Ich wollte eigentlich Sterne haben, Sterne gab es nicht. Naja, müssen Herzen herhalten. Man hat die Leute ja auch gut, ne? Dann habe ich davon einmal, glaube ich. Das ist schon so ewig lange her, Leute. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin genauso überrascht wie ihr auch. Dann habe ich die gekauft. Die sind noch für Nadine. Für den Adventskalender. Die kam von Ali, habe ich die bestellt. Preisschilder. Einmal die Preisschilder. Und einmal diese Preisschilder. Ja, Muster habe ich damit reingemacht.
Und ich habe solche Klapsel gekauft. Die kommen mir in die Haare. Aber die mache ich mir in die Haare. Und beim für den Adventsmarkt. Also, dann ist der Beutel auch leer. Oder ist das leer? Oder soll ich das da wieder reinmachen? Ach, kann ich nachher auch machen, ne? Dann natürlich einmal Naschi. Nervennahrung braucht man immer. Und ich habe zwei solche Samtdinger gekauft. Das sind so kannst du rein. Und ja, für den Markt. 1,55, das weiß ich noch, haben die gekostet. Gab es auch in verschiedenen Farben. Fand ich super. So. Ja, da geht's. Ja, da war ich im Turmbaumarkt. Weil mein Mann, der rüstet ja Turmbaumärkte auf. Und ja, da sind sie gerade auch neue Eröffnungen. Und oh, das ist mal an. Dann haben wir so Holzpailletten, normale Pailletten, so Engel. Ja, ich und Pailletten, das ist unglaublich. Das haben wir dann auch bestimmt dabei. Glöckchen waren noch dabei. Ja, Holzornamente waren noch halt viele dabei. Ich hatte noch große Glöckchen, die hat Kaya mitgekriegt. Also nicht gekriegt, weil sie ja so Wichtel macht. Ja. Alles Mögliche hier drin. Ja. Das war Turmbaumarkt. So, Nadine hat einen Beutel genäht. Ist das nicht toll? Die muss ich jetzt nur noch abrennen, sag ich jetzt mal. Also, dass die Stoffreste weg sind. So, das ist der aktuelle, weil heute ist Sonntag. Das war am Freitag. Habe ich mir eine Hose gekauft. Geht ja immer, ne? Nadine oder Katja, die nehmen mir das um, dass das dann auch passt, weil ich ziemlich kurze Beine habe. Ja, aber die sind halt innen drin so schön flauschelig, ne? Ja. Die darf es duft sein. Oh, die an diesen Dingern komme ich auch nicht ran. Hier ist übrigens mein Tablet-Dings am. Mal gucken, ob das so funktioniert für mein Handy. Weil das andere, was ich da habe, da oben habe, das passt nicht mehr irgendwie. Das ist übel. Naja, mal gucken. Ja, wie gesagt, an diese Tüten komme ich einfach nicht ran. Ne? Also vorbei. Weil ich will ja dann auch irgendwann mal so E-Post machen und so. Und dann ist das so ein Büdel ideal dafür. Habe ich mir nochmal eine Pistole gekauft. Das war auch die allerletzte. Ich habe da zwei Sticks von. Aber es gab keine Sticks. Ja. Also bei uns gab es keine Sticks mehr. Naja. So. Dann habe ich davon nochmal eine Rolle. Was heißt nochmal? 1,5 Meter. Diamanten-Ribbon. Mesh-Ribbon. Und dann Gold und Silber. Dann so ein Band. Das hatte ich mal von. Da hat Dani mir ein Foto gezeigt. Habe ich gedacht, oh geil, schade, dass die Adventskalender fertig sind. Naja. Aber ich finde die toll. Sind 3 Meter drauf. 2x Silber. Und eigentlich. Ja. Und 2x Gold. Aber die waren gar nicht teuer, deswegen habe ich mir die mitgenommen. Dann habe ich noch eine Kiste gekauft. Da steht irgendwas mit North Pole. Post Office, genau. Süß, ne? Habe ich gedacht, ein Markt, weil das ja ein Adventsmarkt ist. Ah, die hat Nadinchen mir genäht. Mein Täschchen. Da wird Wechselgeld reinkommen. Oh, die Badüre ist auch so schön. Sag mal, wisst ihr, wo es sowas gibt? Und da was ich, also für diejenigen, die Ali machen. Und da was finde ich sowas? Also, ich brauche ein Schlagwort. Finde ich leider nicht. So, naja. Dann habe ich einmal Pailletten gekauft. Wie soll es auch anders sein? Ich und Pailletten. Ja, habe ich die hier nochmal gekauft. Die waren aber im Kick. Ach, Pailletten. Wegen denen und wegen denen. Ja, zum Eingießen finde ich ja wunderschön. Dann habe ich im Teddy Holzornamente gekauft. Einmal Schaukelstuhl, Schneeflocken und einmal Tannenbäume. Werden noch bemalt und dann für nächstes Jahr. Ja, dann habe ich hier natürlich zugeschlagen. Weil ich ja hier mit diese Sets machen möchte. Haben 1,99 gekostet. Auch bei Tegi. Die habe ich jetzt in rosa und in pink. Grün. Grau.
Ja, das ist. Also ich baller euch da jetzt dicht, ne? Die hat Nadine mir jetzt gemacht. Ich hatte Stoff gekauft. Und Nadine hat mir eine Zickzackschere gemacht, weil ich habe Rumtopf aufgesetzt und da wird das Glas mit dekoriert. Oder die Idee sehr besser gesagt. Dann, mein kleiner Neffe bekommt ein Domino-Spiel. Weil meine Schwester sagt, oh, Tanti, kannst du mir gucken? Und natürlich ist mir eine Ehre. Ja, bekommt er. Natürlich, natürlich. Dann geht mein kleiner Zwerg natürlich auch gerne Laterne. Ne? Tanti, ich habe noch keine bei dir, ne? Nein, wir gucken. Naja, und Tanti wird gefunden und ja. So. Und Tanti natürlich auch, dass er auch ein bisschen was Spannendes hat. Solche Dino, solche Golden Egg. Da ist einmal ein Turtle. Na. Fokus sehr gerne, bitte. Ja, mein Turtle. Ne, da kann er wenigstens ein bisschen zugucken. Und einmal ein Pferd. Ja, bin ich gespannt, wie ihm das zusagt. Das ist auch für den Zwerg. Und last but not least, einmal eine Bordüre. So Strassstein-Bordüre. Oh, die schillert so geil. So, seht ihr das? Ja, so in allen Farben und ist so geil. Hat zwar nicht mich drauf gebracht, ne? Der kleine Schlingel. Oh. Aber wenn man so könnte, man wollte, ne? Aber man kann ja auch keinem Video widerstehen und oh, ich gucke so gerne Holz und ja. So, aber wir neigen uns langsam. So, das geht einfach nur nach unten. So, mal schauen. So, dann habe ich damals, das ist jetzt wirklich alles damals, diese Dinger nochmal gekauft. Was heißt die nochmal? Mal gekauft. Ich weiß nicht, das war halt ja, dreimal davon. Von diesen schwarzen, den immer. Habe ich so wenig von. Brauchte Nachschub. Werden einzeln benutzt. Und ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Auf alle Fälle habe ich da zugeschlagen. Genauso wie den hier. Ich glaube, den habe ich jetzt doppelt, aber ist völlig egal. Dann habe ich mit denen gekauft. Magicy. Also da werde ich euch nachher auch ein Stativ hinstellen. Das sind so jetzt so kleine Prinzessinnen mit Haustier. Ja, werde ich definitiv mit euch zusammen ausmachen, aufmachen. Dann habe ich hier solche Rolle Hobbyflora. 2 Meter. Auch aus dem Action. Dann habe ich nochmal solche Holz. Die werde ich irgendwas mit Resin verbinden. Ja, sicher ist sicher, weil bei uns gibt es die jetzt nicht mehr. Also wie gesagt, die Sachen habe ich schon vor Wochen gekauft, ne? Also. Dann habe ich den hier noch. Hier ist ja der Kassenzettel. Und der Kassenzettel besagt, wir haben den Einkauf gemacht. Da guckt euch das an. 20.09. So, dann habe ich nochmal Washi. Ist auch toll, ne? Und noch einmal Washi. Und vor allen Dingen, ich habe so eine ganze Schublade voller Washi. Also. Ja, und irgendwie hatte ich wohl einen Gedanken, musste ich ja. Sonst hätte ich mir das Weiß jetzt nicht ganz so 5-mal mitgenommen. Ich weiß nicht, was für einen Gedanken ich hatte. Auf alle Fälle ist der Gedanke jetzt nicht mehr da. Dann habe ich mir nochmal solche Schere mitgenommen. Highlighter, Gel, Textmarker. Oh. Und so Klammern. Da hatte ich auch eine Idee mit, ist auch weg. Naja, von September bis fast November. Dann habe ich die beiden Farben jetzt noch. Ich zeige euch nochmal die andere Seite. Ja, fragt mich nicht, was ich damit wollte. So, hier nochmal für Nadinchen. Nadinchen kriegt natürlich noch ein paar Glücks. Mappenkäfer. Muss ich mal alles zusammen machen. So, und der letzte Beutel. Und zwar, guck mal, so, da ist er schon für Gold. So. Und für 10 Cent bei Teddy. Habe ich damals mitgenommen. Weihnachtsgeschenk geht immer. So, natürlich haben wir auch Washi-Tape. Es ist unglaublich, was ich so viel Washi-Tape. Aber naja, weihnachtliches.
Geht wohl immer. Dann habe ich im Action die hier bekommen. Ja, die sehen bei euch jetzt... Nein, die sehen nur bei euch spiegelverkehrt aus. Die sind auch wirklich auch bei mir auf spiegelverkehrt. Und es ist aber trotzdem alles da, A bis Z. Und ja, ich hatte, ich weiß nicht, irgendjemand hatte mir damals ein Polo geschickt. Boah, dachte ich, geil, will ich haben. Ja, und dann habe ich sie dann tatsächlich bekommen. Denn A bis Z Stempel braucht man ja auch immer. Dann habe ich mir einmal Glasmarker geholt, weil ich ja den Rundtopf abfüllen möchte. Dann habe ich Videos gesehen, wie man das einmal häkelt und dann Gläser verziert. Das sieht so mega aus. Gerade für diejenigen, die auf Naturzeug stehen. Und dann Knöpfe an. Von AliExpress. Entweder für Nadine oder für Katja zum Geburtstag. Muss ich mal schauen. Dann habe ich Karten gekauft. Und ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Auf alle Fälle waren die nicht teuer. Und ich stehe ja so auf diesen nostalgischen Weihnachten. Ne? Da fahre ich so drauf ab. Kann ich mir stundenlang angucken. Ich liebe es. Verliere ich mich drin in solchen Bildern. Und dann denke ich wieder an meine Kindheit. Und ja, also ihr wisst ja, ich bin sehr behütet aufgewachsen. Also wer das nicht wusste, der weiß das jetzt. Und ja. Weiter geht's. Was haben wir denn noch so schön gekauft? Dann habe ich die hier für 1 Euro gekauft. Deko. Ich weiß nicht. Achso, Adventskranz. Genauso wie der hier. Adventskranz oder so. Auch 1 Euro kostet die Girlande. Oder für Gesteck. Ich habe keine Ahnung. Die gehen immer bei mir. Brauche ich ständig. Habe ich die hier nochmal mitgenommen. Für 1 Euro. Na, wie gesagt, ich will damit häkeln. Oder ich will das da häkeln und dann habe ich das ja auch für 1 Euro mitgenommen. Da habe ich auch eine schöne Idee. Da habe ich natürlich auch noch ein Video zu. Dann noch eine Packung von. Dann für Dani. Das kriegt Dani noch zugeschickt. Und ich hole Nuss, ne? Ich habe gedacht, ich habe das schon gemacht, ne? Und ich hatte dann die Tüte gesehen, weil ich die Tüte, also die Sachen waren ja im Schlafzimmer und ja, packe ich gleich mal beiseite. Und ich dachte, ich habe Dani das schon geschickt, ne? Aber die kleine Nudel, die sagt aber auch nichts. Unglaublich. Ja, ein Pink. Ich schütte mal auf. So. Dann einmal für Geschenke einpacken. Geht ja auch immer. Habe ich mir mal einen mitgenommen. Und ja, dann habe ich Winnie Pooh gekauft. Das sind so Haftnotizzettel. Habe ich gleich zugeschlagen. Die waren auch gar nicht teuer. 59 Cent irgendwie nur. Ja, hier könnt ihr das sehen. Von 2,19 Euro auf 59 Cent. Gleich habe ich mir da 4 Stück mitgenommen. Und solche Charmy Kitty. So süß. Guck mal. Ja, die haben auch jeweils 59 Cent gekostet. Fand ich ja auch mega. Süß, ne? Oh, es tut mir auch echt leid, dass es so wackelig ist. Und zum Schluss nochmal Sticker. Einmal Delfine. Und natürlich den Kuhbär. Für 59. Und für meinen kleinen Neffen, der kriegt für 2020 einen Kalender vom Sandmännchen. Ja, ihr Lieben, das war der Haul. Mal gucken, was ich jetzt noch so reinschnippel. Doch werdet ihr dann sehen, ne? So, meine Lieben. Ja, den Haul habe ich euch gezeigt. Und ich bin jetzt auf dem Weg zu Ikea, um da einen Billy zu holen. Und hier, der heißt Nordli. Irgendwie. Ja. Und ich habe ja völlig vergessen, ich wollte, oh, Baladin ja auch noch mit euch aufmachen.
Magicy, Princess and Pets. Super Glitzer. Ja, wir machen ihn mal auf. Also mit einer Hand ist echt schwierig. Ich hoffe, ich bekomme das hin. Also wenn es jetzt wackelt, es tut mir leid. So. Nehmen wir alles hin. So. Packung ist offen. Dann stöbern wir da mal rein. Und es kommt zum Vorschein. Oh, guckt mal. Ist das nicht was niedlich? Wartet mal. So. Oh, mit Häschen. Oh, guck mal. Das ist doch süß, oder? Das Kleid funkelt. Also, Glitzer. So, mal gucken. Den wir da erwischt haben. Ja, wie gesagt, ich habe den bei Kaufland her. Von Kaufland her. Ich habe keine Ahnung, wie man dazu sagt. Ja, guck mal. Mein Mann war im Osten. Und bei Halle. Und hat Hallo und Kugel mitgebracht. Die sind so lecker. Guck mal, ich habe schon 5 Stück genascht. Guck mal. Bist du das? Nein, natürlich nicht. Wäre auch zu schön. So, ich muss jetzt erstmal die Hallo und Kugel beiseite bringen. Das ist gar nicht mal so einfach. Mit einer Hand hier rum zu rentieren. Oh, kennt ihr das? Wenn in einem das Ohr zugeht und ihr so ein Piepen hört? Oh, das habe ich gerade. Tiara und Jasper haben wir gerade. Ich meine mal ganz ehrlich, so auf dem Bild, wenn man so sieht, da muss der nicht ein bisschen weiter ran. Huch, entschuldigt bitte. Muss man lieber da ran, ne? So. Ich weiß nicht, warum der Hase so weit weg ist. Knuddelt doch mal ein bisschen mehr miteinander. So, ist doch schön, oder? Ein bisschen weiter ab, finde ich. Naja, gut. Das ist Tiara. Und Jasper. So, ich halte das jetzt mal so hin. Könnt ihr euch das durchlesen? So, macht ihr auch Pause und guckt mal, und die gibt es alle noch. Ist süß, oder? Schöne Größe. Ihr habt die mal alle auf einen Blick. Ich finde das süß. Ja, ich mach mal so, dass ihr pausieren könnt. Ja, ihr Lieben, haben wir das auch. Also unten ist auch zu, ne? Also da kann es passieren und auch so süß. Ja, ihr Lieben, wie gesagt, ich warte jetzt auf meinen Mann. Der ist ja noch unterwegs beim Kunden. Der macht da noch eine Telefonanlage irgendwie. Tauscht da aus. Mal gucken, ob der schon da ist. Ja, es hat gerade bei uns geregnet. Oh, nee, natürlich nicht. Mein Nachbar ist auch schon los. Und ja, ich habe mich gerade fertig gemacht. Konnte gar nichts sehen, ne? Ja, naja. Habe mich gerade fertig gemacht. Soweit für Ikea. Und dann sollte das auch passen. Das ist total blöd. Wie machen es andere denn? Wenn die so in der Kamera halten. Ich habe keine Ahnung. Naja. Auf alle Fälle bin ich fertig. So. Ja, hier ist der Stab noch. Für den Dachboden. Ja, guck mal, habe ich euch noch gar nicht gezeigt, ne? Das ist ja mein Tassilo und ich finde die Cupcakes niedlich. Die Cupcake Surprise. Ja, und den habe ich von meiner Schwester. Deswegen. Und die Hexe auch. Die habe ich auch von meiner Schwester. Also das ist meine Schwestersammlung. Und da habe ich von meiner besten Freundin. Aber die ist ja leider letztes Jahr schon verstorben. Und ja, deswegen. Oh, meine ganzen Pus. Ich liebe diesen Raum, muss ich ganz ehrlich sagen. Bloß mein Mann, dadurch, dass ich habe vergessen, also ich habe es ja ausgemessen. Und das ist mit dem Schrank, wartet mal.
Ja, eigentlich, weil da ja die Schräge ist, Millimeterarbeit gewesen. Dadurch, dass ich natürlich vergessen habe, diese Sockelleiste da, ich habe von der Wand gezählt, da ist aber eine Sockelleiste. Ich wieder, mussten wir den jetzt so hinmachen. Kriege ich natürlich aber keine Türen rein. Jetzt sagt mein Mann, er will da hinten in der Ecke ein bisschen Sockel wegmachen, damit er an der Wand steht und dann halt so steht, dass ich die Türen auch auf und zu machen kann. Ja, sag ich, Digga, das fällt dir jetzt früh ein. Jetzt, wo alles eingeräumt ist, weißt du? Naja, mal gucken. Ich meine, so finde ich auch ganz lauschig, weil der kommt ja dann irgendwie auf den Dachboden. Da sind jetzt noch Schutzengel drin, der ist ja leer. Das ist ja für eine Freundin, für eine Tochter von meiner Freundin. Ja, Halloren, mein Mann hat sich eingedeckt. Die sind jetzt auch zu viel. Das heißt, Inhalt raus, gucken wohin. Das kommt ja an die Wand. Aber dann habe ich da noch Platz für. Ja, der wird neu verlegt, ne? Also da kommt ein Heller rein und dann kommt auch so, kennt ihr Hamburger Stuck? So breite in weiß kommt dann da auch überall verlegt. So. Muss ich nachher noch mitnehmen. Ja. Und wie gesagt. Aber ich verballere ja gerade eine ganze Wolle und ich mache Topflappen drauf. Draus. Ist mir egal. Wird dann verschenkt, verkauft, whatever und. Ja, wird jetzt gerade alles weggeballert. Und ich habe so einen viereckigen Würfel. Entschuldigt bitte. Habe einen viereckigen Würfel. Und da ist so viel Wolle drin. Und den könnte ich doch da oben hinstellen. Ist doch gemütlich, oder? Oh Leute, das sieht aus hier. Macht ihr euch kein Bild von. Ja, wie gesagt, aber ich schneide eh alles zusammen. Und ja. Ach so, bevor ich vergesse, ich würde gerne mit euch. Eine Freundin näht ja. Und ich würde ganz gerne einen Vlog machen, mit ihr hinfahren, euch den Laden zeigen, was sie so macht und keine Ahnung. Einmal, weil ich von den Klamotten total begeistert bin. Zum anderen, sie macht ja auch viel für Kinder, für Erwachsene, Accessoires und so was alles. Zum anderen, falls jemand so Unikate haben möchte, noch zu Weihnachten, weil sie ist auch ziemlich günstig. Und ja. Wenn ihr so dran Interesse habt, so an Vlog und so, dass ich mit euch mal hinfahre, euch den Laden zeige, ihr sie natürlich zeige und so weiter, ne? Ihr könnt auch, also es ist eine super Liebe. Sie ist zwar ein bisschen, also sie ist eher eine Taffe, aber super lieb. Da guckt mal. Jetzt kann ich euch ja mal, ohne dass der Schrank davor ist, ja auch mal zeigen, wie der Garten aussieht. Das Ding kommt dann natürlich ab, hier noch das Fliegengitter. Ja, da ist, kommt natürlich auch weg. Da ist noch eine Folie, die kommt weg. Der Haufen kommt weg. Bäume werden noch geschnibbelt. Hier ist ja das Dach vom Wintergarten. Ja, und bis zum Zaun da hinten. Das ist bei uns. Und dann halt die Hecke und dann bis der Hecke. Das da ist schon Nachbar. Ja, das ist mein Garten. Aber den sind wir noch am Gestalten. Und natürlich noch die anderen Nachbarn. Ja, so ihr Lieben, eigentlich wollte ich diesen Vlog hier beenden. Wartet mal, ich drehe mich mal. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich drehe. Kann ich das eigentlich, während ich filme? Nee, muss ich gleich von Anfang an machen. Alles klar. Aber ich gehe mit euch nochmal runter. Und ich hoffe, das wackelt jetzt nicht so doll. Ja, wird natürlich auch, weil da kommen nämlich solche Stuckbretter hin. So Stuckleisten, nee, nicht Stuckleisten. Paneele. Paneelbretter kommen dann noch alles, ne? Und die Treppe, die wird auch nicht braun bleiben. Die wird entweder so ein Schabi-Schick gemacht und so. Hier kommt Laminatoptik, also hier wird drauf gefliest. Also so, ja, nach und nach halt, ne? So. Und zwar, weil ich habe es mir da gerade nämlich gemütlich gemacht. Was heißt hier gemütlich? Aber mein Laptop mit Alexandra und. Hier kann ich euch das nochmal zeigen. Es war ein bisschen dunkel, aber dass ich hier nämlich gerade am Topflappen häkeln bin. Wartet mal. So, am Topflappen häkeln bin. Ja. Ne, da. Und die kostet 95 Cent im Action. Wenn ihr da wirklich Bock drauf habt, weil die auch schön dick ist und so, kauft euch die
Da kriegt ihr locker, ich glaube, 4 Topflappen hin. Ah, so. Ich habe da mal einen Stürmern versucht. In Tunesisch häkeln. Hier ist eine tunesische Häkelnadel. Ja, ging auch gut, aber weiß ich nicht. Bin ich nicht so begeistert von. Hier ist noch einmal für Topflappen. Wird nochmal gemacht. So, dann habe ich mir ein Poncho letztes Jahr gehäkelt. Wartet mal, ich lege den mal hin. Ich lege den mal ordentlich hin, dann zeige ich ihn euch mal. So. Alles ein bisschen dunkel hier, ne? Ja, muss ich mal Licht anmachen. So. Das heißt, da ist der Kopf. So müsst ihr euch den vorstellen. Hier ist vorne, da ist der Kopf, da gehen meine Arme rein. Ja, muss ich jetzt noch ein bisschen was am Kragen machen und dann ist er auch fertig. Ja, war ein schönes Projekt und hier drin habe ich schon sämtliche Topflappen gehäkelt. Ja, ist alles verbraucht. Hier habe ich jetzt noch welche, dass die erstmal verbraucht wird. Ja. Hier ist noch der Kalender von Nadine. Drinnen. Da ist der Kalender von Dani drinnen. Erstmal. Ja, da kommt ja immer noch was. Also da fehlt ja immer noch was. Noch einiges Bestelltes. Ja, was soll ich euch noch zeigen? Da ist noch ein Müllsack. Den habe ich jetzt leer gemacht. Draußen ist super Wetter, also für Herbst ist das schön. Das sind auch meine Herbstdeko. Ja, mal gucken. Das wird alles, ne? Ja, ihr Lieben, jetzt beende ich auch den Vlog. Und ja, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob euch das so interessiert, dass ich euch da mitnehme. Wenn ich zu meiner Freundin fahre, ob ihr, ne, vielleicht hat ja der ein oder andere noch Lust auf ein Unikat für Oma, Opa, Mutti, Papa, Geschwister, für die Kinder oder, sagt ihr Bescheid. Und ja, dann würde ich den Vlog machen. Ihr Lieben, bis dahin erstmal alles Liebe und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.